Also, jetzt geht's los. Guten Abend zum 33. Abend im Computermuseum. Abend. Ich bin hier der Zirkusdirektor und der Oberunterdompteur Nein, Christian. Ich bin nicht ein altes Zirkuspferd. Ja, genau. Ja. Der darf jetzt hier ein bisschen was zum Ort und sagen, was wir hier... Genau. Also... wie Sie sehen, sind wir hier jetzt in einem etwas anderen Ort als dem gewohnten. Wie bereits schon ein paar Mal angekündigt, wird das Museum ja neue Räumlichkeiten beziehen, beziehungsweise einen schönen großen Raum. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir sind jetzt mitten in der Umzugsphase, wir haben uns dazu entschlossen, diesen Livestream jetzt in dem neuen Raum zu machen. Allerdings bleibt die Einrichtung bis jetzt noch geheim. Das heißt, wir werden außer dieser schönen grauen Wand im Hintergrund und den Tafeln und den Demonstrationsobjekten nichts weiter in diesem Raum zeigen. Das Licht wird toll sein, das kann ich schon mal verraten. Also das sieht man hier gleich, dass die Ausleuchtung etc. Eine ganz andere ist wie die alten Leuchtstofflampen im Museum, im alten Museum. Wir haben einen blauen Boden, auch das ist inzwischen bekannt. Wir hatten ja schon den Stream über die Analogrechner hier unten gemacht, als der Boden frisch verlegt war. Und jetzt sieht man schon die Markierungen für Dinge, die noch nicht drin stehen am Boden. Ist alles voll geplant. Wir lassen schmale Gänge. Also wir werden natürlich nicht kopflos alle Sachen, die im Altmuseum stehen, einfach hier unten reinschieben ins neue Museum und dann überlegen, wo wir was aufstellen, sondern wir haben natürlich in minutiöser, wochenlanger Arbeit auf dem Grundriss einen Plan erstellt, wo wir die Sachen aufstellen möchten, wo dann Verkehrswege sein werden etc. und wo die Sachen besonders gut zur Geltung kommen könnten. Und auf dem Boden, was der Clemens gerade angedeutet hat, haben wir mal mit Kreppband so ein paar Gerätepositionen angezeichnet, um einfach zu sehen, wo, wie sieht es denn aus, wenn da jetzt ein Gerät steht und wo könnten dann Öffnungen im Doppelboden sein, weil der ist natürlich wichtig, den haben wir natürlich hier auch verlegen lassen. Dass wir schon mal ein Gefühl dafür kriegen, ob etwas funktioniert mit der Aufstellung, bevor die Sachen dann tatsächlich im Raum stehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als man die Sachen an Ort und Stelle hat, man die weder nach links noch nach rechts schieben kann, aber auch nicht da stehen lassen kann, wo man es eigentlich gerne hätte. Deswegen lieber vorher mal schauen, ob das so überhaupt funktionieren kann. Und wenn das dann der Fall ist, dann freut man sich natürlich umso mehr. Also das bisschen, was schon hier steht, auf das ich jetzt aber nicht eingehen werde, das sieht sehr vielversprechend aus. Also seien Sie gespannt, wie das fertige Museum aussehen wird. Ja, gut. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Gut. Also fangen wir an. Wir hätten es beinahe übersehen. Dieses Jahr hat die Schickhardt'sche Rechenmaschine, die als erste Rechenmaschine der Welt gilt, ihren 400. Geburtstag. Von der Maschine selber ist nichts übergeblieben, außer einigen Handskizzen, die dürften hinlänglich bekannt sein, aus denen man dann in etwa abschätzen zu können glaubt, wie groß die Maschine im Original gewesen ist. Da ist hier eine menschliche Hand abgebildet. Und daraus konnte man also in etwa erkennen, wie groß die Maschine sein sollte. Das war ein Schriftwechsel von Wilhelm Schickhardt an den Johannes Kepler. Und man hat heute so manchmal den Eindruck, als ob der Schickhardt der Hilfsmechaniker vom Kepler gewesen ist, wo er beschreibt, wie seine Rechenmaschine funktioniert hat. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht und werde nachher zeigen, was der Wilhelm Schickhardt tatsächlich mit der Maschine getan hat und wie man mit der Maschine gerechnet hat. 1957 gelang es dem Baron Freytag von Löringhoff bei einem Kongress von Mathematikhistorikern, die innere Funktionsweise dieser Rechenmaschine zu erraten. Und man hat dann angefangen, eine Rekonstruktion dieser Maschine zu bauen. Das war zunächst ein Einzelstück.
die nicht richtig funktioniert hat. Da haben die Zahnräder geklemmt. Zahnräder, das weiß jeder Mechaniker, das ist also eine Wissenschaft für sich. Ich erzähle immer, dass die Firma Citroën mit ihrem Doppelwinkel, der das Firmenzeichen ist, darauf hinweist, wie wichtig solche Zahnräder sind. Das sind hier also die Konstruktionszeichnungen, die bei der zweiten Rekonstruktion dieser Rechenmaschine entstanden sind. Wie gesagt, die erste Maschine hat genauso geklemmt wie die original Schickhardt'sche Maschine und man hat dann, nachdem 1957 der erste Prototyp gebaut worden ist, angefangen an der Uhrmacherschule in Schwenningen und am Institut für Schwingungsforschung in Tübingen, was nichts mit der Universität Tübingen zu tun hat, einige dieser Rechenmaschinen zu bauen, die dann also an die üblichen prominenten Stellen gekommen sind. Also natürlich im Rathaus in Tübingen steht eine der Maschinen und da gab es einige dieser Maschinen. Das sind also, die sieht jetzt so aus. Und dazu ist zu sagen, da gibt es einen Leserbrief im Schwarzwälder Boten über diese Rechenmaschinen. Da schreibt der Herr Ammann, der an dem Bau dieser Rechenmaschine mitbeteiligt war über die Rekonstruktion. Die erste Rekonstruktion der Rechenmaschine von Wilhelm Schickhardt wurde bereits 1957 nach Anweisung von Professor Freitag von Löringhoff in Tübingen in der Feintechnikschule in Schwenningen mit sehr viel Arbeits- und Zeitaufwand in allen Einzelheiten gebaut. Die Zehnerübertragung im Addierwerk hat am Ende jedoch nicht über alle sechs Stellen hinweg funktioniert. Das war natürlich das Problem bei allen frühen mechanischen Rechenmaschinen. 1960 wurde die Maschine in der Werkstatt des Instituts für Schwingungsforschung in Tübingen, das nichts mit der Universität Tübingen zu tun hat, durch den Mechanikermeister Erwin Epple mehrere Wochen ohne Erfolg einer empirischen Fehlersuche unterzogen. Nach einer gründlichen theoretischen Analyse der Verzahnung durch Professor Freitag von Löringhoff wurde eine Änderung in der Positionierung der Zahnachsen zueinander durchgeführt. Damit hat dann die Zähneübertragung automatisch funktioniert. Die Zahnräder, die Zahnform, die ursprüngliche Zahnform wurde nicht geändert, aber sie wurden eben anders angeordnet. Die fertige funktionsfähige Maschine wurde dann später an die Stadt Tübingen übergeben. Um die Maschine für weitere Interessenten, zum Beispiel die Stadt Herrenberg, das Deutsche Museum in München, die Firma IBM in Böblingen und so weiter bauen zu können, wurden vom Berichterstatter, also von dem Herrn Ammann, die Teile des Addierwerks einzeln vermessen und für eine Neuanfertigung gezeichnet. Und nachdem die Einzelteile durch die großzügige Hilfe unter anderem der Zahnradfabrik Friedrichshafen zur Verfügung standen, wurden einige weitere Rechenmaschinen am Institut für Schwingungsforschung gebaut. Und nach nochmal 20 Jahren, also so 1980, haben sich bei Professor Freitag Löringhoff immer noch Interessenten nach einem Nachbau der Schickhardt'schen Rechenmaschine erkundigt. Das Problem war die Anfertigung der Einzelteile und Zahnräder für das Addierwerk. Eine Lösung ergab sich dadurch, dass der Berichterstatter inzwischen als Sachbearbeiter für Steuerungstechnik in der Verfahrensentwicklung bei Daimler-Benz in Sindelfingen noch im Besitz der Zeichnungen, der für die Einzelteile war. Und die Unterleiter des Daimler-Benz-Werks Sindelfingen wurde dann also nochmal einige dieser Maschinen gefertigt in der Lehrwerkstatt in Sindelfingen, so dass man also noch mehr von diesen Maschinen verteilen konnte an die Interessenten. Und jetzt komme ich zu der letzten Maschine. Die hatte sich der Meister Epple zu Hause zurückgelegt. Die Teile, die wollte er also für seinen Ruhestand aufbewahren und wollte dann die Maschine für sich, eine letzte Maschine bauen. Aber die Leitung des Rechenzentrums der Universität Stuttgart, das war damals die Frau Erika Fischer, hat sich dafür interessiert, für diese letzte Schickhardt'sche Rechenmaschine. Und diese Schickhardt'sche Rechenmaschine, die wurde dann im Rechenzentrum der Universität
Universität Stuttgart neben der Cray 2, dem damaligen Supercomputer, aufgestellt. Ich habe hier ein Originalfoto. Da wird sie gerade auf einem Transportkarren offensichtlich im Hintergrund sieht man die Plattenlaufwerke der Cray. Wobei ich weiß, die Cray 2, die war gelb-schwarz gestreift. Man konnte bei Firma Cray damals die Computer in bestimmten Farben sich bestellen. Die Cray 1, die war in Regenbogenfarben und die Cray 2, die war in gelb-schwarz. Das waren die baden-württembergischen Landesfarben. Ein Teil der Schickhardtschen Rechenmaschine, das sind die Napierschen oder Napierschen Rechenstäbchen. Die sind hier im oberen Teil der Rechenmaschine, die waren schon länger bekannt. Und das ist so eine Geschichte. Man braucht sehr viele von den Rechenstäbchen, wenn man damit rechnen will, weil man ja womöglich Zahlen wie 999 mal 999 multiplizieren will. Da braucht man also für jede Stelle so ein Stäbchen. Und wenn ich jetzt hier also zum Beispiel die Zahl 27 einstelle, dann kann ich also die Teilprodukte ablesen. Also 27 mal 36 würde ich jetzt üblicherweise rechnen wollen. Dann würde ich also hier die eine Stelle des ersten Teilprodukts ablesen, hätte dann hier den Übertrag des ersten Teilprodukts in die Zehnerstelle des zweiten Teilprodukts, würde also 4 und 2 addieren und hätte dann das Teilprodukt 162. Das werde ich dann gleich mal auf der Rechenmaschine von Schickhardt zeigen. Und der zweite Faktor, der wäre dann die 36 üblicherweise bei mir. Dann würde ich also hier das Teilprodukt 7 mal 3 ist 21 und 2 mal 3 ist 6 und wieder die Zehnerstelle des Teilprodukts wird in die Zehnerstelle der nächsten Stelle addiert und die 0 bleibt 0. Das heißt, ich habe jetzt hier das zweite Teilprodukt 81. Wie gesagt, wenn ich mit den Napierschen Rechenstäbchen arbeiten wollte, dann brauche ich also im Prinzip für jede Stelle 10 solcher Rechenstäbchen oder 8 mal mindestens. Wenn ich wie hier quadratische Rechenstäbchen habe, dann komme ich mit weniger aus. Ich habe natürlich nicht alle diese Rechenstäbchen gebaut. Das wäre ein riesen Baukasten geworden. Und das hat er also Wilhelm Schickhardt bei seiner Rechenmaschine verbessert. Er hat nämlich die Rechenstäbchen auf Trommeln angeordnet, sodass sie nicht verloren gehen. Die haben dann auch einen größeren Umfang. Und man kann jetzt also den oberen Teil dieser Rechenstäbchen sehen. Das ist jetzt natürlich die Rückseite der Maschine. Interessant, oder zum Rechnen braucht man die Vorderseite und man sieht, dass man eben nicht für jede Stelle 10 Rechenstäbchen hat, sondern eine solche Walze, auf der man die Teilprodukte ablesen kann oder einstellen kann. Man muss sich überlegen, dass im 17. Jahrhundert jemand, der das kleine 1x1 beherrscht, mehr oder weniger reif für eine Professur in Mathematik war. Und es hat also auch in späteren Zeiten noch solche Rechenhilfsmittel gegeben, wo ich ebenfalls eine 1x1-Tabelle habe. Das ist eben jetzt für Kinder. Da kann ich, wenn ich hier auf Multiplikation umschalte, dann kann ich eben das, was ich gerade eben gemacht habe, 7 mal 6 kann ich hier ablesen, das wäre 42. Das werde ich jetzt gleich zeigen, wenn ich auf dieser Rechenmaschine eine Multiplikation durchführe. Und ich zeige jetzt mal zuerst das mit diesen Rechenstäbchen. Also ich hatte vorher 36 mal 27 beispielsweise als Rechnung vorgeschlagen. Und da stelle ich die 27 hier oben ein. Die kann ich jetzt hier ablesen. Und eine Schwierigkeit bei der praktischen Realisierung dieser Rechenmaschine ist,
dass ich einen Teil der Maschine von vorne betrachte und den zweiten Teil muss ich von oben betrachten. Das heißt, wenn ich die Maschine auf einen Tisch stellen würde, dann müsste ich also permanent und mich davor setzen, dann müsste ich permanent aufstehen, um zu gucken, was in diesen nach oben zeigenden Fenstern ist und die anderen Fenster, die zeigen nach vorne. Das ist also nicht so wahnsinnig tolles Arbeiten mit der Maschine. Man weiß auch nicht, ob das im Original wirklich so gewesen ist, weil man eben nur diese Handskizzen hat. So, also jetzt geht das los. Muss ich noch vorstellen, im Jahr 1623, da war Papiermangelware und es war gar nicht so einfach, irgendwie so Aufschriebe zu machen. Zum Teil hat man, das haben wir bei unserem Burckhardtschen Arithmometer, man hatte in die Rechenmaschinen Schiefertäfelchen eingebaut, dass man eben Zwischenergebnisse speichern konnte. Und wenn ich jetzt wenn die Kamera jetzt mal hier nach unten guckt, dann sieht sie, dass ich hier die 36 eingestellt habe. Das ist nur ein Merkzettel, ein Spickzettel, wo ich den zweiten Faktor eingestellt habe. Der eine Faktor ist hier oben und jetzt geht das los, indem ich hier den Sechserschieber nach links schiebe und dann wird 7 mal 6 gleich 42 sichtbar. Also im Prinzip genau das, was ich hier an diesem Teil auch gemacht habe. Ich stelle hier 7 und da die 6 ein, kann da die 42 ablesen. Und da habe ich die 2 und die 6, das ist die 12. Und hier wäre das ebenfalls die 2, 4 und die 12. Das ist also das gleiche wie bei den Napierschen Rechenstäbchen und jetzt kommt die Weiterentwicklung, also Schickards Rechenmaschine. Ich drehe nämlich hier diese Teilprodukte in das Rechenwerk ein, 1, 2 und was ich vorher gesagt habe, die höherwertige Stelle hier, die addiere ich in die nächsthöhere Stelle von dem Rechenwerk, dann habe ich also hier die 42 und das gleiche mache ich hier mit der 12 und habe jetzt das Teilprodukt 162 gebildet. Das ist also 6 mal 27 und dann mache ich weiter, indem ich jetzt den Dreierschieber frei mache, hier die 21, also 3 mal 7 und die 6, 2 mal 6 ablesen. Und da muss ich jetzt also die Stellenverschiebung machen, die erst Wilhelm Leibniz an seine Rechenmaschine eingeführt hat, nämlich das Verschieben des Eingabewerk gegen das Ergebniswerk. Es hätte, wenn Schickhardt vielleicht seine Maschine etwas weiterentwickelt hätte, wäre er vielleicht auf die Idee gekommen, auch diesen Kasten verschiebbar zu machen und er hätte dann die Stellenverschiebung, also die mechanische Stellenmaschine-Verschiebung im Voraus gemacht. Und ich stelle jetzt hier die 21, die als Teilprodukt steht, hier rein, 1, 2. Und die 6 muss ich also hier noch einstellen. Und jetzt habe ich also 672 eingestellt. Ich habe aufgehört zu zählen. Es sind 972 natürlich das Ergebnis. Jetzt wird darüber gerätselt, was man mit dieser Rechenmaschine gemacht hat. Man muss sich überlegen, Wilhelm Schickhardt war ein Geodät, der mit, sagen wir, 5- und 6-stelligen Zahlen multipliziert hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5-, 6-stellige Zahl, ich gehe jetzt hier an eine mechanische Rechenmaschine hin, an meine Busicom-Maschine, das ist eine moderne Sprossenrad-Rechenmaschine und wenn ich jetzt hier zwei sechsstellige Zahlen miteinander multipliziere, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich multipliziere die mit der umgekehrten Reihung dieser Zahlen, also
Und dann sehe ich, dass ich hier ein 11-stelliges Ergebnis schon mal habe. Das würde natürlich, wenn ich auf diese Weise mit der Chicardschen Rechenmaschine rechnen wollte, würde das die Kapazität der Rechenmaschine sprengen. Und aus dem Grunde, das hat der Dr. Kistermann von der IBM vorgeschlagen, und das stimmt auch mit dem, was bekannt ist, wie Wilhelm Chicard die Maschine benutzt hat, überein. Und ich führe jetzt das, was der Herr Kistermann die verkürzte Multiplikation genannt hat, auch auf der Chicardschen Maschine hier vor. Was die Maschine noch nicht hat, sie hat keine Nullstellung, das heißt, ich muss also, wenn ich mit einer neuen Rechnung beginne, wieder ganz von vorne anfangen. Und es wurde vorgeschlagen, linksbündig mit der Maschine zu rechnen. Berechne ich zuerst die höherwertigen Stellen, und die niederwertigen Stellen, die nicht so interessant sind, die fallen dann weg. Also, ich stelle jetzt diesmal die 36 hier ein und die 27 stelle ich hier ein. Und fange jetzt an zu addieren. Ups, Moment, ich fange an diesmal mit der höheren Stelle. Also ich habe jetzt diesmal die 36 hier oben und die 27 hier unten. Und addiere jetzt hier die... Moment. So, upsa. Okay, also 27 mal 36, da fange ich hier an, 1, 2 und die 1, und dann addiere ich hier auch noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, und müsste jetzt hier weitergehen und schalte jetzt, gehe hier auf die 7 und fange eine Stelle weiter drüben an. Moment, das ist hier die 42. Ah, da hatte ich eine vergessen und habe jetzt also hier linksbündig die 972 reingerechnet. Wenn ich jetzt mehr Stellen hätte, wenn ich also 2 mal 6 Stellen hätte, da würde mir nur der höherwertige Teil der Rechnung überbleiben und der niederwertige Teil, der würde eben gar nicht erst berechnet werden. Und das ist auch ein Rechenverfahren, was dann später angewandt worden ist. Jetzt gehen wir hier zu der Anita rüber. Die Anita ist die erste elektronische Rechenmaschine der Welt gewesen. Sie ist 1960 auf den Markt gekommen und sie hat damals, war sie sehr eingeschränkt, weil die Elektronik noch sehr aufwendig und sehr teuer war, und sie hatte eben genau das gleiche Problem wie die Chicardsche Rechenmaschine, nämlich, dass sie kein doppelt langes Ergebniswerk hat wie diese Sprossenrad-Rechenmaschine, sondern die Chicardsche Maschine. Die Anita hat eben auch nur ein einfach langes Ergebniswerk. Und wenn ich da jetzt diese Rechnung 27 mal 36 durchführe, das mache ich dann genauso. Also ich habe jetzt den einen Faktor links eingegeben und den zweiten Faktor, den rechne ich jetzt rechts und kriege dann also das Ergebnis auch linksbündig, die 972. Ähnlich hat es Konrad Zuse bei seiner Z1 auch gemacht. Der konnte auch aus Gründen des Aufwandes keinen doppelt langen Akkumulator haben, sondern er hat in dem dualen Rechenwerk seiner Z1 zwei Ergänzungsstellen dazu gebaut. Was jetzt der Chicard, es gibt jetzt im Internet, gibt es Leute, die anfangen, auf dieser Maschine zu dividieren. Ich habe sogar auch schon einen gesehen, der eine Quadratwurzel gerechnet hat, aber das hat er im Wesentlichen eigentlich im Kopf gemacht und hat also bloß die Maschine benutzt,
um die Zahlen darzustellen. Bevor ich jetzt dazu mal zeige, was der Wilhelm Schickard mit der Maschine gemacht hat, baue ich jetzt mal das Rechenwerk aus und dann kann man das mal im Groß sehen. Eine modulare Bauweise. Das ist wie bei der Kommode beim Loriot. Es wackelt und kippelt und klemmt. Und man kann jetzt mal sehen, wie der Mechanismus dieser Rechenmaschine aufgebaut ist. Der ist ganz schön schwer. Und ich fange jetzt mal an, hier dieses, das ist jetzt die niedrigste Stelle des, also drehen wir den so rum. Ich bin jetzt bei der Position 4. Und das sieht man jetzt, jetzt bin ich bei der 9. Man sieht hier auf der Seite nicht, dass da das eine Zahnrad diesen einen Zahn zusätzlich hat. Und wenn ich jetzt von der 9 auf die 0 übergehe, dann wird über dieses Zwischenrad ein Übertrag in die nächste Stelle gemacht. Dieses Zwischenzahnrad ist notwendig, damit sich das nächste Zahnrad, also das nächste Addierwerksergebnis, in der gleichen Richtung dreht. Und wenn man jetzt mal weiter dreht, bis man wieder hier an der 9 ist. Und ich habe jetzt also hier die 9 eingestellt und fange jetzt an, bin jetzt hier auch an der 9. Dann kriege ich den Übertrag in die nächste Stelle. Und jetzt drehe ich mal wieder um und stelle mal in alle Räder die 9 ein. Und dann kommt eben das Problem, woran viele der frühen Rechenmaschinenbauer gescheitert sind oder Probleme hatten damit. Wenn ich nämlich jetzt hier diese 9 bewege, dann muss ich mit einer Zehntelsumdrehung alle anderen Zahnräder ebenfalls um eine Zehntelsumdrehung bewegen. Man beachtet die Fahrradklingel, die hier drauf drin ist, mit einem Ruck bewegt werden. Bei späteren Rechenmaschinen hat man das Problem dadurch gelöst, dass man, ach so, jetzt sieht man hier übrigens noch die Signatur des Herrn Epple, der die Maschine 1987 fertig gemacht hat. Und dieses Problem mit dem Übertrag, das hat man eben erst später gelöst. Leibniz hatte es versucht, aber war sozusagen quantitativ noch nicht ganz so weit. Man sieht das also bei modernen Rechenmaschinen. Wenn ich jetzt einfach hier auf der Maschine den Zehnerübertrag durchlaufen lasse, indem ich vom leeren Addierwerk die 1 subtrahiere, dann sieht man, wie der Übertrag nicht wie bei der Schickardschen Maschine in einem Ruck durchgeht, sondern der geht nicht bis ans Ende durch, sondern wird weiter hinten aufgefangen. Das ist ja keine praktische Notwendigkeit. Und das war also die Art, mit der man solche Maschinen erfolgreich bauen konnte. Jetzt bleiben wir gleich dabei. Bei der Pascaline, das war also die gilt als die zweite Rechenmaschine der Welt. Wir haben da hier leider bloß ein nicht funktionstüchtiges Modell. Die Pascalsche Rechenmaschine,
Das war im Wesentlichen das Addierwerk der Schickhartschen Maschine da unten mit einer Erweiterung. Die Franzosen hatten damals ein nicht dezimales Zahlensystem, nämlich mit 20er und 12er Einheiten. Da ist die Addition etwas schwierig. Und er hat die für seinen Vater, der Finanzbeamte gewesen ist, gebaut, um dem die Addition zu erleichtern. Noch nebenbei noch etwas. Die Firma IBM hat in den 1980er Jahren, sage ich mal, ein verkleinertes Modell dieser Schickhartschen Rechenmaschine gebaut. Das ist sehr hochwertig. Es ist also massiv Metall im Rechenwerk. Es funktioniert im Prinzip perfekt. Und dieses Modell wurde von der IBM an die Chefs irgendwelcher Rechenzentren verschenkt. Wenn die also bei IBM einen Computer gekauft haben. Und unser Modell hat noch eine ganz besondere Geschichte. Es ist nämlich aus dem Nachlass von Professor Heinz Zemanek, dem Erbauer des Mailüfters, des ersten transistorisierten Rechners in Deutschland oder Europa. Also Zemanek war Österreicher. Damals war also Österreich dann schon wieder getrennt. Er hat bei der IBM in Österreich gearbeitet. Es hat leider den Nachteil, also man kann es, wenn man auf dem Schreibtisch sitzt, kann man damit rumspielen. Der Zehnerübertrag, der funktioniert also hier perfekt. Aber leider, ich weiß nicht, das Messing ist vielleicht etwas nachgedunkelt. Man kann es ganz schlecht ablesen. Es sind schwarz gravierte Zahlen. Das Messing ist dunkel geworden. Also es ist eher ein Spielzeug, aber eigentlich kann man damit nicht gut rechnen. Und jetzt komme ich dazu, was hat denn der Wilhelm Schickhardt eigentlich gemacht? Da komme ich später nochmal dazu. Ich habe in der Zeitung für Vermessungswesen, das ist jetzt natürlich wieder untergegangen. Moment. Da schrieb also der Herr Jordan, der Herausgeber der Zeitung für Vermessungswesen, schrieb über einen schwäbischen Geodäten aus dem 17. Jahrhundert. Und er hat dann abgebildet einige Karten, die haben wir, oder eine Karte, die wir hier rausvergrößert haben. Und zwar ist das ein Dreiecksnetz der Umgebung von Tübingen, wo also Wilhelm Schickhardt gearbeitet und gewohnt hat. Und man kann daraus erkennen, was er tatsächlich so getrieben hat als Landvermesser. Er beschreibt das hier und er beschreibt auch, was für Hilfsmittel er hatte. Wie kann man ein Land vermessen im Jahrhundert? Das ist die Frage. Er schreibt über einen Schragen. Und zwar das Problem, er musste zu Fuß gehen. Es gab ja keine Möglichkeit, hier durch diese Wildnis irgendwie zu fahren. Und er musste seine Instrumente mit sich rumtragen. Und da hat er also gesagt, um diese Winkel zu vermessen, baut er sich einen Schragen, den er zusammenklappen kann. Und wenn er dann also im Gelände ist, dann baut er den auseinander. Und da hat er hier eine Skala. Und kann jetzt, wenn er eine Linie avisiert, dann kann er also auf dieser Skala, also er guckt von seinem Aussichtspunkt auf den einen Kirchturm und dann zielt er auf den anderen Kirchturm. Also hier zum Beispiel, er steht auf dem Hohen Neufen, zielt mit seinem Schragen,
mit der einen Achse auf die Achalm und mit der anderen Achse zählt er auf, nach Ofterdingen. Und das ist ein Problem, was er da in seinem Brief schreibt. Wie kriege ich meinen Kram von Ort zu Ort? Wenn er also irgend so eine Winkelscheibe hat, die waren da schon bekannt, aber die ist klein, beziehungsweise je größer sie ist, desto mehr er ablesen will, desto schwieriger wird das. Und das nächste Problem ist natürlich, wie kriegt er die Entfernungen raus, so einen Winkel? Er schreibt da, ich bin auf jeden Kirchturm gestiegen, ich bin auf jede Bergspitze gestiegen, ich bin hier irgendwo, gab es eine Burgruine, auf die er hoch ist, und habe dann also immer Punkte avisiert und hat dann also diese Zeichnungen hier gemacht, hat dann die Winkel eingetragen, und dann musste er aber mindestens eine Entfernung haben. Wenn man in einem Buch aus Zeiten, vor GPS und sonstigen liest, ich habe jetzt also hier ein Buch über das Feldmessen, und da steht also drin, wie man Entfernungen absteckt. Man hat also hier irgendwelche Punkte, die nicht direkt zu erreichen waren oder die über einen Berg zu erreichen waren. Und da war dann also immer die Frage, wie kriege ich jetzt also raus, wie weit es vom Neufen, das heißt also, wie ist die Länge dieser Strecke? Die Winkel, die kann er da relativ leicht messen, aber die Länge der Strecke, das ist etwas schwierig. Und er schreibt in seinem Bericht, dass die Längeneinheit der Tagesmarsch gewesen ist. Er hat einfach, es ist dahin marschiert, und die Länge bestand eben da drin, wie lange er braucht. Also etwas anderes hatte er nicht. Ich habe darüber nachgedacht und habe mir überlegt, er hätte es vielleicht auch mit Messungen machen können. Die Idee war, er hat natürlich, war er nicht alleine bei der Sache, er hat einen Gehilfen und er richtet also eine Pistole, also er schießt mit einer Pistole. Am anderen Punkt der Strecke steht ein Beobachter, der sieht das Mündungsfeuer, und er kann dann also die Zeit messen, zwischen, wenn der Knall der Pistole bei ihm ankommt. Natürlich auch wieder die Frage, was für Uhren, was für Stoppuhren hat es im 17. Jahrhundert gegeben. Das ist natürlich auch das nächste Problem. Also die Entfernungsmessung war also das große Problem. Und in diesem Messnetz, da schreibt er, sieht man eben, dass er also diese Winkel, die kann er leicht messen. Und er hat dann also als Fundamentum Dimensiones hat er eben die Strecke Tübingen und Altrottenburg angegeben. Natürlich mit dem kleinen Problem, dass das württembergische Füße sind, wo man also nicht ganz so genau weiß, wie lang diese Füße sind. Und er hat also hier im Prinzip eine Streckenmessung gemacht, und den Rest hat er eben über trigonometrische Funktionen, die Winkel, die konnte er abmessen, das hat er über trigonometrische Funktionen hingebracht. Also das ist sein mathematisches Instrumentarium, was er dazu gebracht hat. Und man sieht, er müsste, um das zu berechnen, dividieren. Er muss also eine Strecke A durch einen Sinus Alpha, also den gegenüberliegenden Winkel, und das Ganze mit einem Sinus Beta multiplizieren. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie macht er das mit dieser Rechenmaschine? Meine Lösung ist, er dividiert nicht den Sinus, denn dann hat er ja, er hat bei seinen Längen hat er 5 Stellen. Er hat also irgendwelche Füße, also 1000 Füße oder 100.000 Füße, und dann hat er einen Sinus, den muss er aus einer Tabelle berechnen, denn es gab
erst im Jahr 1951 Professor Ramsayers geodätische Rechenmaschine. Das war die einzige mechanische Rechenmaschine, die ist hier an der Universität Stuttgart am Geodätischen Institut gebaut worden. Es ist eine umgebaute, erweiterte MADAS, weil für die Feldvermesser es unendlich wichtig war, Sinus und Cosinus und so weiter berechnen zu können, braucht man für diese trigonometrischen Berechnungen. Und der nächste, der das hingekriegt hat, das war Konrad Zuse mit seiner Z11. Die hat dann aber die ganzen Vermessungsaufgaben schon automatisch rechnen können. Und davor bis zum Jahr, also 1951, 1953, das hat gar nichts gekostet, weil es ein Prototyp war. Das hat 150.000 Mark gekostet. Man sieht hier übrigens Heinrich Seifert, der an der Konstruktion dieser Maschine beteiligt war, an der TH München, wo auch unser Frontpanel herkam. Also, wie gesagt, Wilhelm Schickard hatte solche Rechnungen durchzuführen. Und nachdem es schon der Birgi und Neper angefangen hatten, Logarithmentabellen zu berechnen und man auch trigonometrische Funktionstabellen hatte, ich habe hier von den Mathematikern ausgeliehen, Georg Freiherr von Vega, Logarithmisch-Trigonometrisches Handbuch, neue und 50. Auflage, muss man sich überlegen, 50. Auflage aus dem Jahr 1875. Das war enorm wichtig, sowas zu haben. Und da haben wir mal versucht, auf diese Weise mit der Schickardschen Rechenmaschine zu rechnen. Und man merkt, man braucht dazu eigentlich gar nicht die Multiplikationsmöglichkeiten der Rechenmaschine. Wenn ich sowieso eine trigonometrische Tafel habe, um den Sinus und den Cosinus zu berechnen, dann brauche ich nicht mehr zu multiplizieren und zu dividieren, sondern ich kann das dann über Logarithmen machen. Habe noch ein zweites Buch. Das sind Arthur Breusings nautische Tafeln. Die haben im Wesentlichen den gleichen Inhalt wie die Vega-Tabellen. Nämlich habe einmal eine normale Logarithmentabelle und ich habe da hinten die Logarithmen der trigonometrischen Figuren, es ist noch mehr drin, weil das eben tatsächlich für, Moment, Logarithmus des Semiversus hat man hier auch irgendwo weiter hinten, Azimuttafeln, Strichtafeln, Logarithmus, Semiversus, ja. Hier sind sie, die Logarithmen der trigonometrischen Funktionen. Das war also ungeheuer wichtig. Und wenn man sich jetzt also hier mal das anguckt, was man hier sieht, man hat siebenstellige, also wenn das halbwegs genau sein sollte, habe ich jetzt also hier insgesamt sechs Stellen des Logarithmus. Und wenn ich das jetzt hier mit dieser Rechenmaschine rechnen will, also wenn ich jetzt multiplizieren will, dann beschränke ich mich natürlich da auf die Addition oder Subtraktion von Logarithmen. Wir haben aus diesem Netz hier dieses Dreieck ausgesucht. Das ist das Dreieck zwischen Achalm, Offerdingen und Kirchentellinsfurt. Ich meine, das ist besonders schön, weil man also hier auch noch diese alte Schreibweise hat. Und da steht dann also Myriades Pedum Deminutorum in Diagrammate. Das sind also ist der Maßstab und also ein Viertelteil eines wahren württembergischen Fußes. Das waren 71 Millimeter. Die Leute hatten kleine Schuhe damals, also 28,4 Millimeter wäre das gewesen. Und Moment, jetzt muss ich hier nach meinem Notizblock suchen. Wir haben da ein bisschen
Wir haben da etwas uns das Leben leicht gemacht. Wir haben nämlich diese Strecken haben wir in Kilometer angegeben und haben dann, wenn wir das hier rechnen wollen, die haben wir berechnet nach dieser Länge und haben herausgefunden, dass das hier 5,2 Kilometer sind. Und wenn ich jetzt, und da haben wir die Winkel, das ist ein bisschen schwierig zu lesen, wir haben das aber ausgemessen und das stimmt so, das sind also 37 Grad und 54 Minuten, dieser Winkel. Und dieser Winkel ist natürlich keine sehr gute Reproduktion. Das sind 50 Grad und 23 Minuten. Und wenn ich jetzt die Dreiecksrechnung hier rechnen will, bin ich mal ganz brutal und improvisiere etwas, sozusagen Cut and Paste. Wenn ich jetzt also diese Dreiecksrechnung berechnen will, und ich, also gegeben ist diese Seite, das ist die Seite A und gesucht ist die Seite B und die Seite C, dann kann ich das hier nach diesen Dreiecksrechnungen machen. Ich habe zwei Winkel gegeben und kann nach dem Dreiecksatz rechnen 180 Grad minus 50 Grad und 23 Minuten und minus 37 Grad und 54 Minuten. Und so, das sind keine dezimalen Werte. Jetzt probiere ich mal ganz mutig, diese Subtraktion auf der Chicardschen Rechenmaschine zu machen. Ich fange jetzt an, indem ich den dritten Winkel berechne. Ich stelle die 180 Grad der Winkelsumme in die Maschine ein. Da ich Minuten subtrahiere, das ist ein nicht-dezimales Zahlensystem, brauche ich hier einen Hilfsübertrag, damit ich die Korrektur bei 60 Minuten durchführen kann. Und der erste Winkel, der bekannt ist, das war 50 Grad und 23 Minuten. Also 1, 2, 3, 4, 5, das sind jetzt 50 Grad abgezogen. Und die 23 Minuten mache ich jetzt jenseits als diese Hilfsübertragstelle 1, 2 und 1, 2, 3. Jetzt habe ich einen Übertrag gekriegt in diesen in diese Hilfsübertragstelle. Da brauche ich jetzt also eine Korrektur, indem ich 940, nämlich das 10er-Komplement von 60, abziehe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und habe jetzt also die Korrektur durchgeführt. Das Ergebnis ist 129 Grad und 37 Minuten. Und davon muss ich jetzt noch den zweiten Winkel abziehen. Das sind 37 Grad und 54 Minuten. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 54 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich wieder einen Hilfsübertrag gekriegt, den ich korrigieren muss, indem ich hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abziehe. Nach der Korrektur muss hier in der Hilfsübertragstelle immer 0 stehen und das Ergebnis, der dritte Winkel, ist jetzt 91 Grad und 43 Minuten. Und um zu beweisen, dass ich richtig gerechnet habe, mache ich jetzt die Probe. Ich fange jetzt an, hier den ersten Winkel wieder dazu zu addieren und dann den zweiten, da muss wieder 180 Grad dabei rauskommen, also 1, 2, 3, 4, 5 und
1, 2, 3 und jetzt sehe ich, ich habe hier die 6. Das ist natürlich, wenn ich im Minutensystem rechne, falsch. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder eine Elfskorrektur durchführen. 1, 2, 3, 4 und da die 9 dazu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt ist der Übertrag in die nächste Stelle gelaufen und jetzt der zweite Winkel, 37 Grad und 54 Minuten, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 54 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ich habe hier wieder die 60, das heißt, ich muss wieder den Hilfsübertrag bilden, 940 dazu addieren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das Ergebnis, die Summe ist 180 Grad. Jetzt kommt der zweite Teil der Rechnung. Ich will nämlich nach dem Sinussatz beim Dreieck ausrechnen, wie lang diese Strecke ist, mit Hilfe von Logarithmen. Das heißt, ich werde nacheinander den Logarithmus von a, den Logarithmus von Sinus Alpha und den Logarithmus von Sinus Beta in meiner Logarithmentabelle nachschlagen und werde das, was hier eben als Bruchrechnung ist, mit Hilfe von Logarithmen auf der Chicardschen Rechenmaschine durch Additionen und Subtraktionen hinbringen. Da gehe ich jetzt an die Rechenmaschine, beziehungsweise ich kann jetzt zuerst mal den Logarithmus der Strecke A, das sind 5,2 Kilometer, hier nachschlagen in meiner Tabelle. 5,2 5,2, jetzt bin ich an dieser Stelle und der Logarithmus ist 0,7160033 und das ist jetzt in der Tabelle hier siebenstellig, ich werde aber bloß mit 6 Stellen rechnen, weil die Rechenmaschine eben nur 6-stellig ist. Das stelle ich jetzt in das Rechenwerk der Rechenmaschine ein. Also im Ergebniswerk ist jetzt der Logarithmus 0,7160033 eingestellt. Und als nächstes werde ich dann den Sinus nachschlagen. Der Sinus von Alpha, das ist 50 Grad und 23 Minuten. Man rechnet hier nicht mit Komma, sondern rechnet mit Minuten und Sekunden. Also ich bin jetzt auf der Seite der Logarithmen der trigonometrischen Funktionen. Ich sehe hier 50 Grad. Und gehe hier hoch zu den 23 Minuten, dann fahre ich hier rüber in die Logarithmus-Sinus-Tabelle, also 23 und sehe hier 9886675. Auch da benutze ich nur die 6 Stellen nach dem Komma und das ist das dezimale Komplement. Das stelle ich jetzt zum besseren Merken in das Merkregister der Maschine ein. Das ist 8, 8, 6, 6, nochmal eine 6 und die 7, 5. Und weil das jetzt eine negative Zahl ist, ergänze ich die, mache ich die positiv, indem ich sie das 10er Komplement bilde. Das heißt, ich mache erstmal das 9er Komplement, ich ergänze alle Ziffern auf 9, mache aus der 5 die 4, aus der 7 die 2, aus der 6 die 3, nochmal die 3 und aus der 8 die 1
und nochmal die 1 und muss jetzt, weil ich jetzt im Moment nur das 9er Komplement habe, hinten noch die 1 dazu addieren, dass ich hier die 5 habe. Jetzt habe ich also den Logarithmus, der allerdings ein negatives Vorzeichen hat. Das heißt, den muss ich jetzt, weil ich für die Division eigentlich zwei Zahlen subtrahieren muss. Wenn ich aber eine negative Zahl subtrahiere, dann muss ich die addieren. Das heißt, ich addiere jetzt das Komplement des Sinus in das Ergebniswerk. Und habe jetzt hier den Logarithmus des Quotienten aus der Strecke a und dem Sinus Alpha. Als nächstes muss ich jetzt den Logarithmus des Winkels Beta ablesen. Der ist 37 Grad und 54 Minuten. Also ich bin jetzt hier bei 37 Grad. Und gehe jetzt hier auf die 54 Minuten, das ist der Logarithmus des Sinus, wieder als negative Zahl. Das heißt, ich nehme hier nur die 6 Stellen nach dem Komma, weil die Maschine eben nur 6-stellig rechnet. Das ist 788370. Also 88370 und bilde auch hier jetzt wieder das 10er Komplement. Hier die 9 und die 1, das kann ich mir hier gleich sparen. Also ich bilde hier das 9er, berechne hier die 9, dann gehe ich hier auf die 2. Gehe hier auf die 6, gehe hier auf die 1, wieder auf die 1 und dann hier die 2 und muss jetzt zum Schluss noch die 1 dazu addieren und habe jetzt hier die 3. Und das muss ich abziehen von dem Quotienten, weil das der Logarithmus negativ ist, den ich hier habe. Das heißt also, ich müsste eigentlich addieren, aber Addition einer negativen Zahl entspricht einer Subtraktion. Das heißt, ich subtrahiere 1, 2, 3, ich subtrahiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich subtrahiere 1, ich subtrahiere nochmal die 1 und ich subtrahiere die 2 und habe jetzt als Ergebnis den Logarithmus der Strecke b, die ich suche, 0,617698, und kann jetzt in der Logarithmentabelle die inverse Funktion suchen, also 0,617766 und dann noch die 9,8 dazu. Da komme ich also hier ungefähr hin. Etwas kleiner wäre der Wert, den ich ablese, und das wäre 4146,6, also 4,1466 Kilometer. Das ist die errechnete Strecke. Wer Lust hat, kann das mit dem Taschenrechner gerne selber nachrechnen, wie genau meine Rechnung stimmt. Das wäre also 4,146. Tja,
Da muss man üben, dass das flotter von der Hand geht, vor allen Dingen mit den Vorzeichen der Logarithmen. Der Logarithmus des Sinus ist eben kleiner als 0 und damit ist negativ, weil die Zahl der Sinus eben kleiner als 1 ist. Aber im Prinzip kann man auf die Weise effizient mit der Chicardschen Rechenmaschine rechnen. Und wir haben ja von Herrn Gunther oder Gunther, ist ein Engländer, der hat im Jahre 1620 tatsächlich zum ersten Mal eine Logarithmentabelle veröffentlicht, in der die Logarithmen der trigonometrischen Funktionen enthalten sind. Und das ergänzt sich ganz ideal mit der Chicardschen Rechenmaschine, denn der hat ja nicht zum Spaßvergnügen 26 mal 37 damit gerechnet, sondern der hat eben tatsächlich geometrische Rechnungen gemacht. Ja, das war's jetzt für heute mit der Chicardschen Rechenmaschine, mit einer etwas anderen Ansicht wie das, was die Leute sonst so über die Maschine erzählen. Was wir beim nächsten Mal am Abend des Computermuseums machen, weiß ich noch nicht genau. Oder gibt es da irgendwelche Planungen? Am 14.09., da hoffen wir, dass wir so weit sind, dass wir das neue Museum gefüllt haben und dass wir auch die Maschinen wieder in Betrieb genommen haben. Da wird dann wahrscheinlich nochmal ein Rundgang durch das Computermuseum, also durch das neue Computermuseum angesagt sein. Ja, der Luca hat hinter der Kamera vor sich hingegrinst, als ich hier geschwitzt habe mit den Logarithmen. Wollte ja, dass er das vorführt. Aber er weiß, warum er sich geweigert hat. Er macht nur Analogrechner, ja. Er wollte ja nicht mal meinen Vermessungsschragen vorführen. Das ist ja Analogtechnik, ja. Also, dann wünsche ich einen schönen Abend allerseits. Bedanke mich bei der Kamerafrau und bei Infos wie üblich. Und ja, und freuen uns auf die Klimaanlage. Aber jetzt ist ja wieder kalt geworden. Also wir haben hier jetzt eine Kühlung in dem Raum. Ja, wobei die jetzt aus ist. Ich habe sie schon ausgemacht. Ja, ja, genau. Sie macht natürlich wie üblich auch Krach. Ja, gut. Also das war's. Schönen Abend. Also auf Nachfragen aus der Technik von der Kamerafrau sage ich noch was hier zu dieser Zeichnung mit den Ringen. Das war von Chicard in einem Text beschrieben. Wenn die Glocke geklingelt hat, dann solle man sich die Zahl der Überträge merken, indem man sich einen Ring an den Finger steckt und hat auf diese Weise das Ergebnis der Maschine auf 7 Stellen erweitern können.